Ja, also der erste Tag. Noch hat es ja noch nicht angefangen. Wir trainieren erst in einer halben Stunde. Da muss ich auch auf dem Platz sein. Und ich bin gespannt, wie es wird. Delay Sports! Die Gründung von Delay Sports, das war eigentlich eine Schnapsidee von mir und Eli, mal wieder. So wie das nämlich alles, was wir machen. Es gab so viele Leute, die uns gesagt haben, wie sehr sie Bock auf dieses Projekt haben, dass sie uns supporten, das alles unterstützen wollen. Und dann kam es irgendwie wirklich, dass es ernster wurde, dass wir es wirklich durchziehen können. Haben ein bisschen Angriff genommen und jetzt sind wir hier. Wappen hat ja jemand aus unserer Community gemacht. Wir arbeiten generell sehr, sehr eng mit unserer Community zusammen. Fast alles, was hier entsteht, ist Endprodukt von unserer Community. Wir haben sie entscheiden lassen, wie wir heißen, wie das Wappen aussehen soll, welche Farben das Trikot hat. Die Community ist sehr happy, wir sind sehr happy. Bezüglich des Kaders sind wir auch sehr zufrieden. Eli ist der Schnittpunkt. Also dadurch ist es halt so zustande gekommen, dass eine unterschiedliche Mannschaft sich zusammengebaut hat. Man hat auf der einen Seite die Leute, die Eli schon aus der Schule kennt, Spieler, die er kennt über das Influencer-Dasein, und so ist es zusammengekommen. Ich glaube, meine größte Aufgabe wird sein, aus den verschiedenen Gruppen eine Einheit zu bilden. Ich kann mal sagen, danke, dass ihr alle hier seid. Ja, die Vorfreude ist riesig. Also mehr geht nicht, mehr Leute kommen zum Training, ist doch überragend. Bock auf die neue Saison, Mitspieler top drauf, gute Jungs und besser geht's nicht. Wenn ich jetzt die Vorbereitung sehe, ist die Vorfreude noch so, hält sich in Grenzen. Ich glaube, viele sind hier noch auf dem Level von mir und dann fangen sie auf jeden Fall bei Null an. Die Qualität ist schon sehr hoch, die Jungs haben Bock, kommen ja auch die meisten aus höheren Ligen. Es gibt ja sehr viele, die denken, wir haben hier nur krasse Fußballer da. Ich sag mal, wir haben 10, die sind wirklich sehr, sehr, sehr gut. Dann so 15, die gute Spieler sind, so normale Spieler würde ich sagen. Und dann haben wir aber noch so 10, 15, die auch mal einen über den Durst trinken und ein bisschen für die Stimmung da sind. Wir sind ein Team jetzt und wer da was ist. Genauso wie ich, ist vollkommen egal. Ja, aber jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, sage ich auch, will ich auch, dass wir ordentlich trainieren. Ja, und da soll jeder Gas geben. Und ob das jetzt Kreisliga C ist oder Landesliga, ist mir letztendlich egal. Ich habe es extrem vermisst, Fußball zu spielen. Deswegen auch Sport zu machen, weil ich da wieder so ein bisschen Regelmäßigkeit habe in den Wochen, als ich zum Training gehe. Weil von selbst so das immer anzutreiben, ist relativ schwer für mich gewesen. Eli, für das Niveau, das wir hier spielen, da denke ich mal, ist Eli einer, der hier gut mitspielen kann, hat seine magischen Momente. Um ehrlich zu sein, sehe ich mich so 40% auf dem Platz, 60% neben dem Platz. Ich bin so ein bisschen das Sprachrohr zwischen Verein, Zuschauern und Trainer. Ich versuche hier alles so ein bisschen, so die Nanny für alles, sage ich mal. Wenn irgendwas ist, könnt ihr nochmal anschreiben oder mir. Ne, braucht ihr nicht schreiben, der ist Ich glaube, alle, die jetzt gerade hier sind, wissen, was eine riesen Reichweite das Ganze hier ist. Das ist unglaublich, vor so vielen Leuten zu spielen. Ich glaube, es wird passieren, gerade wenn ich mir jetzt so anschaue, was sie in letzter Zeit für Turniere gespielt haben oder auch Freundschaftsspiele gemacht haben. Da waren auch 3.000, 4.000 Zuschauer bei manchen Spielen. Wir sind sehr froh, dass wir mit Preußen zusammenarbeiten und haben einen geilen Rasenplatz. Wir haben einen coolen Kunstrasenplatz, hier passen sehr viele Leute rein. Hier ist es ja alles ein bisschen begrenzt und ich denke, das Maximum, ich weiß nicht, was genau hier das Maximum ist, ich denke 2000, was sehr cool ist für den Kreisliga C. Ich hoffe mal, dass wir so gut, so viel wie möglich aufsteigen, dass wir auf höherem Niveau spielen und ja, auf jeden Fall, dass unsere Truppe so gut wie möglich auch zusammenbleibt. Viele sagen, das ist relativ einfach für so einen Durchmarsch. Ich sage, es ist nicht so einfach. Die ersten zwei, drei Ligen vielleicht noch, aber irgendwann sind die Kicker auch besser. Ich glaube, es wird schwer in der Landesliga,
Aber ich denke, mit dem jetzigen Kader könnten wir bestimmt Bezirksliga spielen. Wir sehen das alles ganz entspannt. Bei uns steht, wie gesagt, der Spaß im Vordergrund, Sportliche kommt daneben.